Hallo, ich bin Grossmeister Martin Sever. Heute schauen wir spezifisch so die Schrittarbeit an. Das nennt sich im chinesischen Mabo. Mabo steht dann in dem Zusammenhang für alle Arten von Schritten, nicht von einer spezifischen Stellung, wie man das im Mandarin manchmal sagt, sondern Mabo, so wie wir das jetzt verwenden, sind alle Arten von Schritten. Damit verbunden reden wir ganz kurz, relativ oberflächlich, über das Bagua, dass wir das einmal so ein bisschen gehört haben. Das Bagua, das ist das Achteck, wo man vielfach sieht im Bereich Feng Shui. Feng Shui übrigens auf Kantonesisch Feng. Feng steht für Wind und Soi für Wasser. Feng Soi, Feng Shui, Feng Soi im Kantonesischen. So das Achteck, wo man dann da haben. Und in der Mitte jetzt meistens ein Spiegel. Und außen die verschiedenen Triagramme, die die verschiedenen Wege darstellen, das ist ein Bagua. Was wir davon nehmen, sind die verschiedenen Richtungen. Das schauen wir uns ganz kurz an mit einem Partner. So im Grundsatz, Mabo oder die Stellungen, die sind extrem wichtig. Es gibt ganz simple Sachen, so er schlägt, ich verändere nur die Höhe und schon habe ich statt 3 Ebenen, habe ich 2 Ebenen. Oder er schlägt und ich mache nur eine Drehung machen und schon bin ich außer der Gefahrenzone und kann selber zum Beispiel schlagen. Oder damit verbunden zum Beispiel auch, ich kann von da hindern und bin weit weg, kann wieder vorkommen und kann selber attackieren. Und das hat alles mit Stellungen zu tun, mit den ganzen Stellungen. Man redet im Kantonesischen von den 8 Stellungen und von den 8 Dreiecken. Dreiecken sind so Sachen wie von der Reiterstellung in die Pfeil- und Bogenstellung oder von einer Scherenstellung in eine Reiterstellung. Das sind die Dreiecken. Wir haben also Stellungen und wir haben Dreiecken. Jetzt schauen wir noch eins weiter. Wir schauen uns das Bagua an. Das Bagua, das muss man sich so vorstellen, das haben wir ja gesagt, das ist das Achteck. Und da geht es um Winkelarbeit, wodurch dass ich gehe. Also, wenn er zum Beispiel schlägt, gehe ich da weg, bin jetzt da, kann weitergehen, kann da vorgehen, kann ihn da runterreissen. Da gibt es ganz verschiedene Techniken und auf die möchte ich gar nicht eingehen. Ich möchte eigentlich nur darauf gehen, dass man das wissen, dass ich mich kann bewegen kann, dass ich kann laufen kann. Also, er schlägt, also, ich verschiebe von da zum Beispiel nach da über, komme dann da hin, kann da wieder schlagen, kann da drehen, kann wieder hindern, schräg hindern, was alles dem Bagua entspricht. Mit dem Bagua verbunden sind auch die ganzen Wurftechniken, die ich dann mit Drehen und Wegnehmen von Belastung, von Schwerpunkt arbeite damit. Und das hat alles mit dem Bagua zu tun. Das ist alles Inhalt von unserem Programm. Das kommt selbstverständlich. So einfach Schritt um Schritt. Man darf sich da, vor allem als Anfänger, noch nicht zu viel Gedanken machen darüber. Es ist nicht so kompliziert. Man muss einfach dranbleiben, Schritt um Schritt gehen und dann plötzlich ist es ganz logisch. Ich weiss noch, ich hatte eine Situation mit meinem Lehrer. Mein Lehrer hat wollen, dass ich seiner Klasse, in der er am Unterrichten war, erkläre, wie eine Wurftechnik, eine Fegetechnik funktioniert. Ich habe das gemacht. Ich habe da allen das erklärt. Ich war damals noch relativ unsicher, was das betrifft, weil er immer geschaut hat und immer gehört hat, was ich da sage. Und am Schluss, als ich das alles erklärt hatte, die Leute am Üben waren, ist er zu mir gekommen und hat gesagt, Martin, das ist Bagua. Jetzt hast du das Bagua erklärt. Und ich so, okay. So in dem Sinn, bleibt dran, übt weiter. Viel Spass beim Üben und viel Energie für dich.